Cup Train 494 in Richtung Brenner mit leeren Autowagen. Also wirklich gerade hier angekommen, noch nicht mal das Intro gedreht und schon kommt hier ein wunderschöner Güterzug in die Sonne. Also schöner geht's nicht. Eben hier verschwindet der Zug dann ins Flerschtal-Tunnel, den Brenner hoch, eben hier ins Südportal und dann geht's hoch den Brenner. Und somit herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich bin Vio und tja, letztes Video war es Winter, zumindest für einen Tag. Und heute haben wir es wieder Sommer, also wirklich diese Abwechslung, die kann ja nur gut gehen. Wir sind hier jetzt im Flerschtal, hier unter mir ist eben der Flerschtal-Tunnel rauf auf den Brenner. Wir sind hier jetzt zwischen Brenner und Gossensass, der nächste Bahnhof. Dann geht es weiter runter Richtung Sterzing, Franzensfeste, Bozen, Verona. Und hier sind wir jetzt eben im Flerschtal. Hier ist eine Kehre, denn um die Höhe hier von Gossensass auf den Brenner hoch zu überwinden, brauchst hier eine Kehre. Also nicht nur auf der Südseite Innsbruck runter, sondern hier haben wir auch eine kleine Kehre. Eben ins Tal rein und vom Tal wieder raus gibt es dann einen Tunnel auf den Brenner hoch nach Brennerbad. Ja, und hier schauen wir uns jetzt die Züge an. Leider nur aus einer Richtung, also wir schauen in Richtung Süden, beziehungsweise wir schauen talauswärts in Richtung Gossensass, also Richtung Osten. Und erst in Gossensass selbst fährt der Zug dann wieder richtig Richtung Süden. Super schön, doppelte Pilzallwerk von Richtung Brenner. Eben hier in Richtung Brenner, also wo der Güterzug jetzt hinfährt, ist jetzt 3-4 Minuten Tunnel. Danach ist man oben an der Therme bzw. Brennerbad. Und dann dauert es noch ein kleines Stückchen, dann ist man schon am Brenner und eben auch in Österreich. Eben hier geht die Strecke dann so das Tal entlang raus. Und bei Gossensass geht es dann wieder Richtung Süden. Doppelte ÖBB Vectron mit einem extrem lauten Makro. Das ist glaube ich so laut, weil der hier kurz vor der Tunnelwand das Makro betätigt hat, also vom Tunnel. Und das dann irgendwie komisch rausschallt. Das fällt mir hier jedes Mal auf, wenn die hier rufen. Der ist jetzt kurz vor dem Regio Richtung Brenner. Jetzt haben wir es 10 Uhr. So, nochmal TXL Vectron, in Doppeltraktion und in Kürze erreichen Sie dann den Brenner. So, wir haben jetzt den Eurocity mit der World Record Lokomotive. Schade, dass wir die nicht von vorne sehen. Naja, der hat jetzt 5 Minuten Verspätung und war hier im Tunnel recht langsam unterwegs. Übrigens, das ist jetzt der Eurocity nach Venedig. Wir haben Samstag, am Wochenende fährt der erste Eurocity, 10.14 Uhr vom Brennerabfahrt nach Venedig und nicht nach Bologna. So, ich bin jetzt etwas weiter gegangen, in der Hoffnung, dass aus Richtung Norden ein Zug aus Richtung Brenner kommt. Jetzt ist es aber schon so spät, dass ich das nicht mehr glaube. Also wir haben es jetzt schon 20 vor 11. Wir schauen jetzt in Richtung Süden, nur damit ihr kurz die Situation versteht. Beziehungsweise wir schauen talauswärts, also Richtung Gossensass und danach geht es so Richtung Süden.
Gleich werden wir da oben stehen und hier so runter gucken und den weiteren Verlauf der Strecke uns begutachten. Da sind wir jedoch nur noch eben in Richtung Süden, also die Züge, die nordwärts fahren. Und hier, wo ich gerade bin, sehen wir die Züge, die südwärts fahren. Und eben auf die warte ich ja, aber es kommen keine. Da oben ist die alte Bahntrasse, die erkläre ich euch dann danach. Und eben hier muss jetzt jeden Moment Regio und Regionalexpress kommen. Hier so sieht es Richtung Norden aus. Hier ist dann leider so eine Wiese. Und hier haben wir jetzt den Regionalexpress von Verona nach Brenner. Der kommt um 11 Uhr am Brenner an, wendet dort, beziehungsweise wird abgestellt bis 13 Uhr und dann kommt er wieder runter. Schön. So, und da hinten auf der Wiese waren wir eben gerade mit dem Regionalexpress. Und hier schauen wir jetzt wieder talauswärts und haben diese wunderschöne Kurve. Danach sehen wir noch ein bisschen besseren Einblick. Bin jetzt nur hierher, weil es hier schneller geht, für den Regio, der eben genau jetzt kommt. Den habe ich euch vorhin nicht gezeigt, als er hochgefahren ist. Ist der Regio mit der Sonderbeklebung, mit der Grün, Richtung Meran. Und jetzt hoffe ich natürlich, dass mal hinter irgendeinem dieser zwei Personenzüge ein Güterzug ist. So, und tatsächlich hinterm Regionalexpress haben wir Railpool 186 Richtung Brenner. Und hier in dieser schönen langen Kurve kommt die Güterzug einfach nochmal geiler zur Geltung. Meine Güte. So, hier geht es dann eben weiter den Brenner hoch. Und der letzte Wagen leer. Super. So, und hier sind wir jetzt eben an der Stelle, wo ich hin wollte. Wir schauen Richtung Süden, Richtung Gossensass. Und hier oben gab es dann eben die alte Bahntrasse, die fuhr auch hier entlang. Der Tunnel war jedoch nur kürzer, heißt nur der Kehrtunnel, und das Nordportal dieses Kehrtunnels, das sehen wir hier. Falls euch diese Strecke interessiert, ich habe ein Video davon gemacht, ist schon ein bisschen älter, ich verlinke es euch, zur eben alten Bahntrasse, zu dem Stück hier von Brenner Bad nach Flersch. Und die kommt dann eben unten ein paar Meter neben den aktuellen Flerschtunnel. So, zweimal Railpool, schon wieder, Richtung Süden. Hier hat man eine sehr schöne Aussicht in die Kurve. Da unten diese Wiese ist übrigens so ein kleines Steilstück. Da probiere ich danach auch mal hinzukommen. Wir haben es schon mal geschafft in einem Video. Es ist halt recht anstrengend, da hochzukommen und sich da oben zu halten. Dementsprechend weiß ich nicht, ob ich das heute mitmachen möchte oder nicht. Wir gehen jetzt übrigens immer weiter talauswärts, bis wir dann wieder am Bahnhof Gossensass sind.
So, was haben wir denn da Schönes? Merci Italia Rail E412 und 494. Schön. Das ist auch eine seltene Kombo. 412, 494, also Trax 3. Die haben Kompatibilität miteinander. Das sieht man aber recht selten. Gleich so wie 494 und 652 gibt es auch gemeinsam. Auch sehr schöner Zug. Aber was wir immer noch nicht gesehen haben, eine 405 in der neuen Lackierung. Also da müssen wir uns noch ein bisschen gedulden, beziehungsweise hartnäckiger sein. Weil die hätte ich schon gerne. So, wunderschön. Vielleicht viel weiter sieht man hier jetzt nicht, weil ich ein bisschen die Wiese runter bin. Also heute sind die hier alle recht langsam unterwegs. Gut, der wird jetzt voll sein und den Brenner hoch schnaufen. Wir haben es jetzt ein bisschen nach 11 Uhr. Und um 12 haben wir dann wieder Eurocities bzw. Railjet. Denn wir haben jetzt auf der Brennerbahn ja die neuen Railjets. Es sind 4 Fahrten pro Tag, nicht 2, das habe ich im letzten Video falsch gesagt. Da kommen dann auch noch welche dazu, eben sobald neue Railjet-Garnituren vorhanden sind. Railjet 2. Der alte Railjet, Railjet 1, der von Bozen nach Wien fährt, der wird weiterhin als Eurocity angeschrieben. Also Eurocity 184, 185. Und die Railjets, die behalten ihre Nummer von der Eurocity-Nummer, werden aber als Railjet angezeigt. Also Railjet 81, 82 und so weiter, anstatt Eurocity. Aber nur die, wo auch wirklich die Railjet-Garnitur drauf ist, die Railjet 2-Garnitur. Und die anderen bleiben weiterhin Eurocities, bis sie dann wirklich von den Railjet ersetzt werden. Also, oh, Unlock the Dock. Doppelter DB-Vectron Richtung Süden. Ich habe die Befürchtung, dass es jetzt soweit sein könnte, dass gewechselt wird und jetzt, anstatt dass nur noch mehr aus dem Norden, aus dem Süden Güterzüge kommen, nur noch aus dem Norden Güterzüge kommen. Das passiert nämlich manchmal, sorry fürs Ruckeln, dass man nur aus einer Richtung Güterzüge hat. Warum genau, weiß ich nicht, beziehungsweise ja, wegen der Wartungslücke, die am Vormittag ist. Da werden dann einfach weniger Züge durchgelassen, teilweise auch nur auf einem Gleis. Dementsprechend haben wir die Antwort, aber eben das könnte sein, dass jetzt gewechselt wurde auf Südfahrer. Aber wir sehen es ja, vielleicht kommt ja was aus dem Süden. Weil hinterm Regio, den ich euch übrigens wieder mal nicht gezeigt habe, ich böser Manu, ist kein Güterzug. Interessant. Hier haben wir jetzt die E405, in der alten Lackierung jedoch, und eine E412 als Lokzug Richtung Süden. Eben um die 405, also die vordere Lok, die wird auch langsam in die neue Lackierung, welche die hintere Lok hat, umlackiert, aber es gibt davon, glaube ich, erst 2-3 Exemplare. Also das geht langsam voran, aber immerhin. Das sieht lustig aus. Also das könnten jetzt die beiden Loks sein, die eine Sekunde vorher runter sind. Das ist jetzt wirklich meine Güte. Also vom Aussehen her, natürlich sind sie es nicht. Merci Italia Rail 412 und 405 Richtung Brenner. Schön.
und hier haben wir jetzt den Regio, den ich euch vorhin nicht gezeigt habe, hochfahren. Der fährt jetzt wieder runter vom Brenner Richtung Meran. So, jetzt haben wir den Eurocity, Railjet ist es sogar, also Railjet 2, von Verona oder Bologna nach München mit 20 Minuten Verspätung. So, da wo jetzt gerade der Baum in der Mitte ist, da waren wir gerade eben Richtung Brenner. So, das ist das erste Foto, wo man den Steuerwagen gut sieht, weil es aus der Kurvenaußenseite gemacht worden ist. Schön. Der Steuerwagen hat nämlich noch keine Zulassung, deshalb muss da die Taurus vorne dran. In Verona wird da eben nach wie vor gewendet. Heißt, der Steuerwagen hat keinerlei Funktion. Wir hoffen mal, dass das bald geklärt wird, aber ich glaube, so schnell geht das einfach nicht. Dementsprechend, da werden wir noch ein paar Monate, wenn nicht sogar Jahre, mit rumfahren müssen. Und eben ist recht schade für die Fotos, weil so eine Taurus ist halt, hier war es eh noch recht schön. Wäre natürlich schöner, wenn es eine Railjet Taurus wäre, dann würde man es nicht so merken. Also mit Railjet Lackierung, aber so ist es halt echt nicht schön. Und hinten sehr weird, kein richtiges Zugende zu haben. Also weder Lok noch Steuerwagen. Ich bin jetzt hier an dieser besagten Grünfläche, welche von oben nicht so steil aussieht. Ne? Da jetzt schön hoch. Ich weiß nicht, ob ich hochgehe, weil recht viel schon Vegetation im Weg ist. Deshalb ja, mal gucken, sonst gehe ich einfach mal weiter. So, ich bin nun wieder ein ganzes Stück weiter und hier haben wir die aktuelle Bahnlinie. Signale. Jetzt kommt's. Hier geht es Richtung Brenner. Da oben, da stehen nochmal Signale. Da. Schön. Das ist die alte Trasse. Da geht auch der Fahrradweg. Also die Fahrradfahrer werden hier auch schön umgeleitet. Anstatt gerade von Brenner Gossensass runter, müssen die hier einmal durchs Tal. Diese Bahnstrecke ist übrigens noch nicht so lange hier, beziehungsweise die alte ist noch nicht so lange geschlossen. Nämlich um 2000 rum, um der Wende, gab es eben diesen Umschwung von alter Bahntrasse auf die neue. Dadurch konnte schnellere Geschwindigkeit und mehr Sicherheit gewährleistet werden, eben weil hier sehr oft Hangrutsche und so weiter die Bahnlinie ein bisschen in Gefahr bringen. Und durch den Tunnel ist eben alles bis zum Brenner hoch ein bisschen mehr gesichert. So, wir haben es jetzt 12:30, der Railjet kommt. Er hat etwas Verspätung mitgebracht, eine Viertelstunde. Von München nach Bologna. Eben das ist jetzt wieder ein normaler Railjet, ein Nightjet-Wagen hat er auch noch dabei. Wir schauen jetzt eben Richtung Süden. Im Hintergrund sehen wir schon leicht Gossensass und die Autobahnbrücke über Gossensass. Das ist ja diese berühmte. Und eben an der Autobahnbrücke, seht ihr, die geht Richtung Süden. Also unsere Strecke hier, gut, hier jetzt schon, aber eben, die ist hier in einem Seitental drin. Und das sieht man hier recht gut. Einmal Locomotion Vectron, die 777, die hatten wir doch neulich schon mal. Und dahinter eine 186 oder 189. Ja, es ist halt blöd, dass nur Züge Richtung Süden fahren, ne? Naja. Hier sind wieder diese interessanten Auflieger mit bei, die hatten wir auch schon mal. So, hier haben wir jetzt den Regionalexpress, wir haben es jetzt 13.10 Uhr. Von Brenner nach Bologna. Nächster Halt Gossensass. Derzing, Freienfeld, Franzensfeste und dann geht es weiter Richtung Süden. Das ist jetzt die Garnitur, die wir vorhin gesehen haben, hochfahren und die fährt jetzt eben wieder runter.
Übrigens, diese neue Trenitalia-Lackierung, die es irgendwann mal geben soll, die ähnelt ja den Fahrradwagen, ne, der ist ja auch grün, und den Trenitalia-Flirts, den beiden mit der Sonderbeklebung für nachhaltige Mobilität, die sind ja auch grün. Und im Generellen soll Trenitalia wohl geplant haben, dieses Grün auch normal im Regionalverkehr einzusetzen. Nicht nur auf den Sondergarnituren und als besondere Beklebung, sondern eben auch im generellen Regionalverkehr. Ich weiß nicht, wo sie das abgeschaut haben, bei Trenord wahrscheinlich, weil die haben auch jetzt seit ein paar Jahren grün. So, gerade Kamera umgestellt und hier haben wir den nächsten Güterzug. TXL und Beacon Rail in Richtung Süden. So, ich habe jetzt nämlich die Vermutung, dass hinterm Eurocity erst die nächsten Güterzüge kommen. Deshalb habe ich mich mal so hingestellt, dass wir aus dem Norden die Güterzüge zumindest frontal sehen. Da hinten waren wir gerade eben, haben hierher geschaut und jetzt ist das eben unsere Aussicht. Leider sehen wir hier jetzt das Signal nicht mehr und in die Kurve rein sieht man auch nicht mehr so gut. Naja. Haben wir jetzt den nächsten Railjet Richtung Brenner. Der hat jetzt 10 Minuten Verspätung circa. Perfekt, hinterm Eurocity, also Railjet, Rola von Trento, Roncafort, also den Rangierbahnhof in Trento, hoch, Brenner. Locomotion Vectron Richtung Süden. Ja, das ist schon ordentlich was. So, jetzt haben wir es 14 Uhr. Mal hoffen, dass jetzt ein bisschen mehr Güterzüge kommen. So, einmal der Regio, den habe ich euch nicht mitgefilmt, weil ich mir dachte, das ist doch eh nur der Regio. Hier ist besseres Licht. Und ÖBB Vectron Richtung Süden mit einem schönen Güterzug. Den fand ich schön, nicht zu lang, nicht zu kurz. Und eben einen halber Ganzzug, einen Ganzzug, meine Güte. Ja, vor dem Eurocity der Güterzug. Sie haben es mal hinbekommen, dass ein Güterzug nicht hinter einem Personenzug ist, was sie nicht so oft hinbekommen, aber gut. Vielleicht hinterm Regio ist jetzt auch ein Güterzug, wer weiß, ich hoffe es mal, weil so langsam kippt die Laune.
E405 Merci Italia Rail und dahinter eine 412 mit dem Ambrogio-Zug Richtung Süden. Wir sind hier jetzt neben Gossensass. Da oben haben wir die Autobahnbrücke und im Hintergrund das Dorf. Ein TXL-Lokzug, ELL-Vectron und eine schöne TXL dahinter. Richtung Süden. Jetzt kommen wir langsam gegen 5 Uhr. Ein Regionalexpress muss aus dem Süden kommen, der hat ein bisschen Verspätung. Und dann werde ich mit denen, wenn er wieder vom Brenner runterfährt, dann auch mit dem mitfahren. Und hier haben wir ihn auch schon, Regionalexpress mit circa einer Viertelstunde Verspätung von Bologna nach Brenner. Das war jetzt die 186 mit einer Sonderbeklebung und die hatte ich heute in der Früh mit meinem Regionalexpress überholt, dann aber verpasst. Und jetzt fährt die wieder runter an erster Stelle. Sehr schön. Richtung Süden. Ja, und somit würde ich sagen, war es das ein recht schöner Tag hier im Flerschtal und eben endlich mal wieder im Flerschtal mit Sonne sogar. Was will man mehr? Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dann, mach's gut und ciao.